Thank you.
Sie rufen gleich wieder, wenn sie für uns werden. Kein Schritt. Da gibt noch ein ganz besonderes Fahrzeug. Das ist ein Kolonialfahrzeug. Wenn ich den Namen richtig im Kopf habe, war das die Wichtig-Wissmann oder die Wichtig-Wissmann. Das ist ein Fahrzeug, das hat auf dem Tanganyika-See in Afrika gefahren. Dieses Schiff ist das Kolonialfahrzeug für Posttransport und Personentransport entwickelt worden, ist in Deutschland gebaut und Kohle gefahren worden, anschließend zerlegt worden, in Holzkisten wurde das Schiff verladen, nach Afrika verschifft und von dort zu Fuß mit 6000 Trägern zum Tanganyika-See geschafft, um es dort wieder zusammenzubauen. Wir haben halt dieses Fahrzeug, das können wir uns vorstellen, macht hier gerade eine Kurvefahrt, um später auseinandergebaut zu werden, um dann nach Afrika zu bauen. So, unser Frachter ist im Inneren Hafen eingelaufen und soll jetzt an den Lagerhäusern anlegen, um seine Ladung zu löschen. Weil der Frachter hat sich schlecht für den Magnetismus, der fällt einfach auf die Ladegabe ab, ein Seil nach oben abziehen und der Kran kann das nächste Ladegabe holen, ohne dass man irgendwie mit der Hand rumfummeln muss. Wir sehen jetzt, da kommt der nächste, kommen die nächsten Ballen an Baumwolle. Baumwolle ein wichtiger Importgut. Heutzutage ist es für uns selbstverständlich, dass unsere Kleidung aus Baumwolle ist. Früher war Leinen normal und Baumwolle war ein Luxusprodukt, das sich nur wenige Leute leisten konnten. Ja, unser Frachter soll jetzt noch weiter ausladen, da kommt noch ein Ladegut, bevor wir dann zum nächsten Vorführungspunkt kommen. Das soll der Stundock sein, das wir Ihnen zeigen wollen. Nur bis das soweit ist, können Sie gerne noch beim Frachter kurz zuschauen. Ansonsten möchte ich Ihnen noch was zu den Fahrzeugen sagen, die sich zurzeit draußen im Vorhafen ansehen. Da haben wir einmal einen großen Schlepper, das ist der Schlepper Löwe. Das ist insofern eine Besonderheit. Löwe und sein Schwesternschiff Wendemut, den haben wir hier auch als Modell. Das sind Schlepper, die für seinerzeit das größte Passagierschiff der Welt gebaut wurden. Das war so groß, dass es mit normalen Schleppern bewegt werden konnte und da wurden extra vier Schlepper gebaut. Und wenn Sie nun an die Titanic denken, muss ich Ihnen sagen, na, das größte Schiff Zeit, als es in Dienst gestellt wurde, war der deutsche Imperator gewesen, ein gewaltiges Passagierschiff. Und für dieses Passagierschiff wurden extra zwei Schlepper gebaut, dieses Schiff in deutschen Häfen manövrieren zu können. Und einer dieser beiden Schlepper ist der Schlepper Löwe. Unser Kolonialfahrzeug hatte ich Ihnen schon vorgestellt. Dann haben wir noch ein anderes schwarz-gelbes Fahrzeug auf dem Wasser, das so ein bisschen komisch aussieht, wie so ein schwimmendes Bügeleisen mit so einem Plattbodenfahrzeug. Und das ist ein sogenanntes Küstenkanonenboot der Wespe-Klasse. Da hat es eine ganze Reihe von gegeben. Wir haben einen witzigen Spitznamen gehabt. Die Schiffe hat man als Insektengeschwader in der Nordseeküste und dort als stationäre Küstenbatterien verwendet werden konnten. Und da hat es, wie gesagt, eine ganze Reihe Fahrzeuge von gegeben. Und in diesem Fall, muss ich direkt gucken, dann ist es die Mücke. Aber die haben alle Insektennamen gehabt und daher kam auch der Name Insektengeschwader. So, ja, sind wir soweit, können wir zum Schwimmdock kommen. Sie sehen hier draußen ein schwarzes Gebilde, das ist ein sogenanntes Torpedoboot-Schwimmdock, gebaut von Howald in Kiel.